Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück bei Planet Coaster. Wir arbeiten weiter hier heute an dieser Rückwand, an der wir uns in der letzten Folge so ein bisschen verloren haben. Weil, ne, das Übliche, halt dann dies noch eben und das noch eben und das könnte man ja noch. Und zack, sind gefühlte 5 Stunden wieder um. Wir müssen nämlich diese Lücke noch schließen und dann müssen wir gucken, wie wir hier diesen Übergang schaffen, wobei mir das hier von der Höhe, von dem Winkel schon ganz gut gefällt. Mal gucken, ob wir das so weiterführen können. Das wäre natürlich super. Haben wir hier irgendwo, haben wir nicht, ne? Eine ganze Platte verbaut? Nein, natürlich nicht. Wände. Komm, ich sollte mir das echt mal angewöhnen. Direkt nach den Sachen zu suchen, zumindest wenn ich weiß, wie sie heißen. Das kommt ja dann auch noch dazu, dass ich oft nicht weiß, wie sie heißen. Aber gut. Die Farbe bitte wieder. Da müssen wir auch gucken, dass wir da noch ein bisschen Variation reinbringen. Dass das nicht alles einfach nur blau ist. So. Guck mal, dann haben wir die Wand schon mal geschlossen. Ich finde das ganz cool mit diesen Wellen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich jetzt die weiße Wand hier hinter nicht auch weiterziehe. Oh ja, doch, doch. Guck mal, das sieht doch cool aus. Und dann irgendwie dann hier verknüpfe. Kriegen wir da bestimmt irgendwie hin. Ich finde das echt schön, dass das hier dann. Hat was. Können wir das hier auch weitermachen an dieser Stelle? Zumindest bis da. Hier ist ja der Eingang für die Bahn. Da ist halt die Frage, setzen wir jetzt hier ganz normal den Deckel drauf? Oder kriegen wir das auch noch verschönert? Wir müssen auf jeden Fall, auch wenn ich mir das hier angucke, ne? Das wird auch noch spannend, das zu verstecken. Aber da habe ich gerade auch eine kleine Idee. Ich mache dieses Grau noch fertig, diese grauen Metallwände. Die sind so pottenhässlich. Dass ich da nicht von vornherein irgendwie was Vernünftiges genommen habe, aber gut. Wir kriegen das schon irgendwie noch verkleidet und schicker gemacht. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier vernünftig weiterarbeiten können. Eine Idee, die ich jetzt hätte, wäre mit. Ja, da müssen wir natürlich hier das wieder rausnehmen. Mit. Also nicht mit Flachdächern, sondern mit Schrägdächern hier hochzubauen, dass man im Prinzip die Unterseite vom Schrägdach sieht. Da müssen wir nur mal gucken, was da gut aussehen würde. Du hast definitiv diese Kacheln, aber dich kann man einfärben, ne? Dich könnte man einfärben. Also, das wäre eine Option. Ist jetzt einfach mal die Optionen hier nebeneinander. Du bist zu steil, ne? Zu holzumrandungsmäßig und ja. Du siehst von unten auch nicht sonderlich passend aus. Dich kann man nicht einfärben, nein. Du hast von unten halt dieses Holzbrett und diese Holzschindeln, das passt auch nicht. Könnte natürlich mit dem hier vielleicht gehen, aber du bist auch von unten Holz, ne? Ich will hier kein Holz drin verbauen, das ist das Problem. Was halt. Ah, du hast so ein Muster, aber das kann man nicht einfärben, oder? Könnte man? Was ist hier was? Sind das die Balken? Das sind die Balken, ne? Könnte man nutzen.
Aber ich weiß nicht, ob das zu aufregend wird. Ihr versteht, was ich da meine. Was haben wir noch als Alternative? Wo bist du denn? Komm mal hier in den. Okay, jetzt habe ich es ganz zerstört. Komm mal hier hoch, bitte. Du hast auch Holz drunter, ne? Ja, das ist definitiv Holz. Das kann man auch nicht einfärben. Das färbt sich oben ein, unten das bleibt, wie es ist. Okay, dann hast du dich erledigt. Viktorianisches Ziegeldach. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Man dich von unten einfärben? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, aber dann siehst du sehr kacke aus. Nee, das ist mir zu dreckig. Sorry, du bist mir zu dreckig. Ach, warum schwurbelt das immer irgendwo ins Nichts? Du hast, glaube ich, auch Halsbalken von unten, ne? Ja. Also bist du echt schon mal aussortiert. Also, wobei das könnte noch gehen, aber dich kann man nicht einfärben, ne? Aber es hätte ja zumindest schon mal das Blau. Das wäre eine Option. Man könnte dann auch natürlich sagen, man macht das ein bisschen geschwungener. Wie siehst du aus? Ich finde die gerade ganz gut, ne? Haben wir hier unsere Probewand. Das finde ich ganz gut. Färben konnte man euch jetzt nicht, ne? Nee. Aber das Blau ist schon okay. Pass auf, dann gehen wir doch mit den Dingern. Aber wenn wir den jetzt. Oh, Hilfe! So da dran setzen. Schaffen wir auf jeden Fall die Brücke zu dieser Wand. Und das auf doch recht stylische Art, würde ich mal behaupten. Wäre dann so. Ja gut, hier müssen wir jetzt gucken. Das wird wahrscheinlich dann nicht funktionieren, ne? Vielleicht brauchen wir das da ja auch gar nicht mehr, weil hier ist ja das Gebäude nicht mehr so drüber. Das ist ja nur das Stück. Ah, ja, das wird noch lustig. Ich mach die hier mal wieder weg. Ich bin hiermit noch nicht so glücklich, dass das so, ne? Ich würde eher sagen, man macht nur hier diesen Durchgang und nimmt das hier doch nochmal wieder weg. Probiert da anderweitig rum. Kannst du vielleicht ein bisschen offener gestalten, noch mehr mit den blauen Elementen. So. Oder macht man hier auch noch mal die Welle runter? Dann ist es nämlich symmetrisch. Das erfreut mein symmetrisches Herz. Und dann geht es halt da in die Bahn. Das müssen wir noch verstecken. Das kriegen wir aber auch hin. Wir wollen das ja eh noch ein bisschen auflockern, diese Wand. Und hier würde ich dann einfach damit gehen, so eine, ja, einen Treppenansatz zu gestalten. Wie hießt ihr? Getäfelt. Danke dafür.
Oder können wir dann auch sowas nehmen? Dann haben wir das nämlich nochmal aufgegriffen. Diese Welle. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Da die Welle, da die Welle. Das ist cool. Das ist echt cool. Ist nur die Frage, machen wir jetzt hier diese Rundung hier mit dicht? So warteschlangenmäßig. Dann würde ich aber hier... Ja, lass uns da mal probieren, wie das aussieht, wenn wir nur den oberen Bereich blau machen. Oberen Bereich blau machen. Den unteren weiß. Ja, das wird komisch. Blau dominiert leider. Sonst hätte ich gesagt, das kann man hier so schön auch vielleicht auf der anderen Seite mit dem hier. Glitscht halt sehr, ne? Jetzt sagen würden, man macht das tatsächlich so. Dann da vielleicht doch eine ganze Wand. Ups, wo bist du? Man würde es sehen. Würde ich aber das wegnehmen. Glitscht es? Nicht so wirklich, ne? Es geht eigentlich tatsächlich. Aber jetzt haben wir hier immer noch keine Wand. Frage ist halt, brauchen wir sie? Oder kriegen wir das gestaltet durch ja, ich wollte da ja so blumenbeetmäßig noch was hinzaubern. Ist nur die Frage, wie man das einfasst, einrahmt. Man könnte natürlich die Dinger wieder benutzen. Das wäre eine Option. Dann ganz unten. Ja, du bist das Kleine. Hat man das nämlich wieder aufgegriffen? Optisch? Ich weiß noch nicht, ob das dann zu viel wird wieder. So, zu viele unterschiedliche Sachen. Vor allem, weil wir das dann hier haben und da halt nicht. Das ist halt so das, wo ich gerade denke, so, macht das Sinn? Aber ich habe noch eine andere Idee. Wir könnten auch den hier spiegelverkehrt so hinsetzen. Aber dann verdeckt man auch wieder hier diesen Durchgang, den wir gezaubert haben, ne? Dann hätte ich jetzt gesagt, da macht man halt so eine... Ja, weg. So eine halbe Wand. Aber dann macht das wieder keinen Sinn, was wir hier... ...umrum gebaut haben. Ne, pass auf, dann müssen wir hier doch irgendwie nur mit einem kleinen... ...dezenten Zäunchen oder so gehen... Irgendwas, was vielleicht nicht ganz so hoch ist. Können wir dich einfärben? Wie siehst du dann aus? Nee, zu grau. Sorry. Wird nix. Du wirst auch nix werden. Wir brauchen echt nur sowas. Nee, so ein. Muss ja auch nicht dick sein. Nicht nur was Kleines. Aber da ist halt auch wieder, das haben wir nirgendwo anders in diesem Park verbaut oder in diesem Bereich.
man das dann hier benutzen. Aber es würde halt passen und dementsprechend, was ich halt brauche und suche. Wir probieren es ein. Meine Güte. Einfach mal testen. Wegmachen kann man es immer noch wieder. So wie hier gefühlt 90% dieser Bahn. Ist das schief? Ist denn das so schief? Und das passt auch relativ mit dem kleinen Absatz hier, ne? Ja, finde ich ja gut. Ich möchte nur, dass du hier gerade verläufst. Leck, Speicher. So. Ruhig ein Stück runter. Machen wir dich nochmal weg. So. Ich glaube, das könnte funktionieren. Dann müssen wir das halt hier so ein bisschen schräg ansetzen. Aber das ist ja nicht das Ding. Ja, wir müssen uns auch noch um das Schild kümmern, ich weiß. So. Würde ich das einfach so setzen. Wunderbar. Und jetzt soll das ja eine kleine Grünfläche werden. Können wir da die Erde nehmen? Die sich wo befindet? Da. Hallo? Genau so. Habe ich mir das nicht vorgestellt. Wobei man könnte auch so ein erhöhtes Beet machen, ne? Würde auch gehen. Da müssen wir nur das Ding hier verschieben. Ein Stück. Sieht man den nicht. Ich setze erstmal hier die andere Kachel hin. Oh, ich hoffe, das geht, weil wir haben zwar solche Ecken, aber die bringen ja einen Bordstein mit und sind auch viel größer. Das würde theoretisch gehen. Dann könnte man das als Umrandung einfach nehmen. Wartet. Ach Mann. Warum nicht direkt so? So. Können wir vielleicht auch doch. Wäre dann die Höhe, ne? Wobei mir das mit der Ecke nicht gefällt. Ja, ich bin schon wieder nur am Meckern, ich weiß. Das würde mit der Ecke passen. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob ich das dann auf der Höhe lasse. Oder nicht doch. Ach mal. Gehörst du zu keinem Gebäude oder was ist dein Problem gerade? Hä? Du gehörst zu dem Gebäude, oder? Ich stehe. Ah, haben wir es. Nein, ich wollte das nicht moven. Ich bin ja schon in dem Gebäude am Bearbeiten. Hä? Ich wollte da jetzt nochmal das ausprobieren mit dieser Rundung. Mal hoch. Wäre dann so. Irgendwie finde ich es gerade
mega cool. Bin mir halt, wie gesagt, über die Höhe noch nicht sicher, aber eigentlich geht das, ne? Müssen wir uns nur darum kümmern. Wo kann ich das denn nicht anklicken hier? Ah, ich hab's. Dass wir hier den Rand natürlich auch anpassen an die gegebenen Umstände. Nämlich so. Doch, das finde ich ganz gut. Das hätte ich jetzt auch gerne auf der anderen Seite. Nur die Frage, ja, das könnte gehen. Könnte man theoretisch so machen, ne? Müsste man auch theoretisch so machen. Wenn wir hier das irgendwie so schummeln, dass das hier schön abschließt. Weil so reicht es ja hier bis rein, das möchte ich nicht. Wäre es dann so? Nee, das ist auch nicht das, was ich gern hätte. Oh, jetzt wird's lustig. Zu gucken, was da jetzt dran müsste. Ich glaube, da passt gar nichts dran, um jetzt den Winkel hinzukriegen. Da müssen wir dann eventuell ein eigenständiges Gebäude rausmachen. Dann der Rest wird hier halt beerdet. Dann können wir das alles bepflanzen. So, hier auch bitte einmal weiß. Ja. Dann gehen wir mal in das Gebäude und setzen von hier an. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, da müssen wir echt ein eigenes Gebäude reinmachen. Also das wird natürlich hier vom Abstand her sehr gut passen. Aber dann haben wir hier die Probleme mit dieser Ecke. Oder... Da können wir... Nee, können wir nicht, glaube ich. Nicht ohne, dass es kacke aussieht. Okay, pass auf, dann machen wir da doch ein eigenes Gebäude gleich raus. Und schieben das hier so perfekt rüber. Ja, guck mal, fällt doch fast gar nicht auf. Die Lücke kriegen wir noch geschlossen, das ist kein Problem. Nee, Mais bitte. Man könnte die Erde theoretisch auch noch anpassen. Interessant. Okay, jetzt müssen wir da hinten halt gucken. Weil das wird man ja auf der anderen Seite sehen, ne? Verdammt, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Haben wir da irgendeine Möglichkeit, das wieder... Nee, man sieht halt alles, ne? Außer wir machen da einen doppelten... Hallo? Doppelten Boden. Würde ich sogar eher sagen, man macht so... Das finde ich gut. So abschließen zu lassen in der Ecke. Oh, das finde ich echt gut. Und dann vielleicht... Das ist gar nicht so einfach. Oder von dieser Wand ausgehen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Ja. Guck mal. Da glitscht es halt so ein Stückchen durch. Jetzt müssen wir nur die Lücke geschlossen kriegen. Ah, verdammt. Wie kriegen wir dich geschlossen, ohne dass es kacke aussieht? Drumherum.
wollte nur einen platzieren und den anklicken. Ja, Moment. Ja, guck, das hält so ein bisschen raus. Das müssen wir eh noch etwas schöner kaschieren. Aber... Wo ist das? Guck mal, das ist von der Höhe gar nicht gleich. Ist mir gar nicht aufgefallen. Müssen wir dich doch nochmal ein Stück hochziehen. So. Ja, da müssen wir euch doch einzeln machen. Vom Gebäude trennen. So. Und dich bitte auch ein Stückchen höher. So. Ja, perfekt, oder? Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt können wir hier noch da die Lücke erweitern und dann können wir uns in der nächsten Folge darum kümmern, das Ganze hier zu bepflanzen, zu begrünen. Und dann können wir auch gucken, wie wir hier hinten den Bereich irgendwie dann kaschieren, verkleiden, weil das soll hier hinter auch noch schöner werden und nicht so komisch lagerhallenmäßig. Aber das finde ich schon mal sehr schön. Sieht auch dynamisch und lebendig aus. Gefällt mir sehr gut, wie es geworden ist. Doch, 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 das wird. Oh Gott, wir sind ja schon wieder weit drüber. Ne? Das ist, wenn man nur mal eben noch dies und das und zack, sind schon wieder 10 Minuten mehr auf dem Tacho. Ja, ihr freut euch. Ich denke mir, oh Gott, ich muss noch so viel aufnehmen. Nein, kriegen wir alles hin. Ich bedanke mich aber jetzt an dieser Stelle herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!